Ja, und somit hallo und herzlich willkommen zu einem WoT-Replay von mir. Und im Normalfall mache ich sowas ja eigentlich nicht. Also, dass sie freie Kamera, feste Kamera, freie, feste Kamera, dass sie WoT-Replays hochlade. Also, das mache ich eigentlich nur ganz selten, wenn sie wirklich gute Runden sind. Und das ist eine davon. Und ja, dann wollen wir noch mal schauen, was wir da so gemacht haben. Maus bewege ich nicht, also das ist die Originalmaus sozusagen. Können wir aber Doppelspeed ein reintun, dann dauert die Runde nicht zu lang. Wie es im Titel möglicherweise schon zu sehen ist, es waren 9 Kills. Und es war ein Ass. War T1 Heavy super Runde. Weil ich denke gerade, dass das Geschütz sehr relativ genau ist. Und dann natürlich auch mit dem Panzer 4H. Das Panzer war sehr praktisch. Man sieht, vorher hat die T34, wenn man ein bisschen schräg dasteht, bounced hoffnungslos an der Panzer ab. Und ich habe mir gedacht, da vorne ist nicht so viel los. Mit der T34 kann man eigentlich nicht so viel anrichten. Schießt dann noch mit HE der Vogel. Und Schuss gedodged. Tschüss. Passt. Die T34 ist für den T1 Heavy jetzt nicht das Problem. Zumindest solange der T34 nicht unbedingt war, dass er sehr geniales Geschütz hat. Das nächste Covenant auf den Deckenschnapp, der war's, das war Killsteal, aber mein Gott. Jetzt sind ja ein paar Schüsse noch beigeflogen, die haben alle gefällt, insofern ist das egal. Bin hier da in der Ecke gestanden, hab das Problem gehabt, dass mir da die ganze Zeit die Arte herballert, deswegen da gleich mal weiter. Und da war sonst nichts zum Sehen, das heißt, gleich mal hinten in die Ecke, nach A0, damit man eben, damit ich vielleicht hinten eine Arte aufmache oder sonst was, oder zumindest Jagdpanzer spart, damit das Team, das ja jetzt da in der Mitte ist, Feuerunterstützung geben kann. Dann ist da unten der KV1 aufgegangen und selbst auf die Entfernung hilft der Kiebel. Ich hat eine Arme getroffen und dann hat er sich schön, relativ schön hingestellt und dann immer getroffen. Priest steht hinterm Hügel, fast ran. Da ist nur KV1 aufgegangen. Bis jetzt keine Jagdpanzer in Sicht, insofern haben nicht beantworten wurden. Was hinten steht der M7. Den wollte man als nächstes schnappen. Ja, dann geht da die Birdgang auf. Problem, da haut man HE nur mit 13, ne? Recht knapp passt. Jetzt geht's aber wirklich zum M4 und was taucht auf? Den Marder, der mit AP bounced. Wir stellen ihn wieder von schräg hin. Da kommt durch die Seite durch. Oder durch die Front. Passt. Priest just mit Heat. Was für ein Honk. Passt. Jetzt kam an zu fernen. Kann man sogar aus der Hüfte schießen quasi. Und ran durch die Frontplatten kommt man schon immer durch. Nicht beim Schrägen, nicht beim Turm oder gehen oder dazwischen ist auch relativ breiter Spalt. Mit T40 auch noch getroffen, jetzt haben wir schon bei 7 Kills. Läuft unglaublich super. Jetzt haben wir das Problem, unser KV1, wir haben noch einen Hetzer und der Gegner hat noch einen KV1S, was bedeutend stärker ist als sie. Oh, so wie am KV1, der nicht das Problem ist. Jetzt sehe ich, aha, da kommt der ganze S auf und hofft, dass mit ihm eben den mal lang genug Schach hält, was die eigentlich hier halbwegs gemacht haben, oder beziehungsweise vielleicht kriegen sie es auch weg. Wir kriegen sie nicht, aber da hat der KV1 getroffen. Letzter wird doch leider ganz schnell am Ende gekillt von uns S. Heck, weil er war gekettet. Passt. Jetzt habe ich das Problem, wir haben gleich viel Life, der KV1 wie ich. Und ich weiß, der KV1, wenn er mich gut trifft in der Seite mit einer Heilschelle, habe ich die Hälfte von meinem Leben los und muss ihn 4-mal treffen. Insofern, erst einmal unlocken war die Idee, dass er dann vielleicht auch jetzt gerade direkt runterfährt. Ich habe ein bisschen gewartet, aber scheint nicht so zu sein, aber wenn er da herfährt, müsste er eigentlich schon da sein. Vielleicht haben wir den Plan noch gewartet, egal. Ich habe mir gedacht, okay, passt. Jetzt fahren wir hinten auch rein. Also, dass ich von hinten dann aufroll. Und die Frage ist halt wirklich, macht das so, wie ich mir das vorstelle, oder macht das nicht? Und ihr werdet es eh gleich sehen. Aber ist ja nicht mehr. Gut, was mache ich dann? Dann im Chat noch geschrieben, Steve vielleicht eine Idee hat, wo er sein könnte. Und dann gesagt, okay, wenn er da runtergefahren ist, kommt ich von der Seite wieder. Das heißt, ich fahre gerade weiter. Aber doch, nicht, dass er, dass wir uns auf einer Bahn begegnen, in der mir eine Schelle reinhaut, er die noch nicht zielen kann. Oder er ist genauso gefahren wie ich, dann ist es noch besser, weil ich bin schneller wie er und dann kann ich mal die Zeit schießen. Egal wie. Ist bis jetzt mal nicht der Fall gewesen. Ja, bei den Kanten immer vorsichtig fahren, wenn man nur noch einer ist. Und er ist direkt vor mir, ich stelle mich seitlich hin. Hau in die Seiten. Passt. Hau noch einen Turm, vergiss es. Wieder in die Seiten. Kurz mit der Schuss. Er brennt an. Löscht sich. Passt. Muss ich ran. Lass den Krempel langsam.
Und was wieder? Ich stelle mich schön winkelt hin. Halbe Geschwindigkeit. In Zielmodus. Er schießt auf mich, glaube ich, noch. Ja, genau. Winkel kommt da nicht durch. Da steht Kerzengott da. Adios. 9 Kills und das Ass. Sind meins. Ja. Somit danke fürs Zuschauen von dem Replay. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play Teil oder was auch immer wieder.